Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Oculi nostri ad Dominum Deum, oculi nostri ad Dominum nostrum. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und ich hörte eine Stimme, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und Gott sprach, siehe, ich mache alles neu. Oculi nostri ad Dominum Deum, oculi nostri ad Dominum nostrum. Christus, Licht der Welt, Gott sei ewig Dank. Christus, Licht der Welt, Gott sei ewig Dank. Christus, Licht der Welt, also hört das heilige Evangelium, wie es geschrieben steht bei Markus. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche,
sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christ ist erstanden von der Marterhalle. Das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Und sie fürchteten sich. Am frühen Morgen war man am Horizont des Menschenmöglichen angekommen. Fast keiner war dort Ostermorgen am Grab. Alle auf Abstand, ausschlafen, zu Hause bleiben. Erschöpft liegt das Leben am Boden. Nur einer steht auf von den Toten. Mit dem Menschen Unmöglichen war nicht zu rechnen. Keine Statistik sprach dafür, und keine Analyse.
Sie taten das Menschenmögliche, wir tun es auch. Legen den Leichnam ins Grab mit Ausnahmegenehmigung, nehmen das Brot, das noch auf dem Tisch lag, nehmen den Kelch, der noch auf dem Tisch stand, retten die Zeichen von Gottes Gegenwart durch die Nacht. Nichts als Verheißung im Gepäck. Das Menschenmögliche war getan. Dann kann das Unmögliche geschehen. Erst dann, in aller Frühe. Ein Wort macht die Runde. Auch er, Gott selbst, in Jesus habe er sich durch die Nacht gerettet. Er hat den menschlichen Menschen gerettet, uns erlöst. Ein neues Wort war geboren, Auferstehung. Eins zum dran festhalten und wärmen, eins zum Aufblühen und Durchatmen. Etwas nur von Gott, etwas nur für den Menschen, etwas gegen den Tod, nur aus Liebe geschöpft. Aber es ist still an diesem Morgen. Fast keiner ist dort. Ein Weinen ist zu hören. Denn das ist das Erste, was Gott durch die Nacht des Menschen rettet. Das Weinen über das Leid der Welt. Später wird man sagen, es war Jubel. Aber so war es nicht. Es ist sein Weinen, nicht über Erkenntnisse, sondern sehnsüchtig. Nicht aufgrund von Beweisen, sondern noch traurig. Wie jeder weint im ersten Licht nach solch einer Nacht an den Grenzen des Menschenmöglichen. Und später kann man schwer sagen, wann der Jubel begonnen hat in dem Weinen. Doch mehr und mehr werden wir uns dran anstecken und ausbrechen in Jubel. Mehr und mehr werden wir uns hinauswagen ins Freie und uns die Krone der Schöpfung absetzen und die Liebe ans Revier heften. Denn dann wischt er sein Gesicht ab, weil er jetzt mit Weinen fertig ist. Ein für allemal. Er geht seinen Weg durch die Menschen und während er geht, ruft er noch, den ihr sucht, ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Amen. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin, die Sonne ist aufgegangen. Des Todes Tür gebrochen aus dem Grab herfür, der ganzen Welt zur Wonne. Drum auf mein Herz, fang an den Streit, weil Jesus dich erinnern, du bist getauft, verbunden mit der Quelle allen Lebens, hineingetaucht in die Liebe, geborgen in der Gemeinschaft von Christen. Du bist wunderbar gemacht, dein Leben ist ein Geschenk, Gottes Geistkraft wohnt in dir. Lass dich erinnern, du bist behütet von den guten Mächten,
ins Licht gestellt, wie neu geboren. Du bist getauft. Gott ist dein Licht und dein Heil. Vor wem solltest du dich fürchten? Gott ist deines Lebens Kraft. Vor wem sollte dich grauen? Du bist ein Kind Gottes. Friede sei mit dir. Amen. Ich erinnere dich, du bist getauft. Gott ist dein Licht und dein Heil, vor wem solltest du dich fürchten? Gott ist deines Lebens Kraft, vor wem sollte dir grauen? Du bist ein Kind Gottes, Friede sei mit dir. Amen. Alle meine Quellen entspringen in dir. Jesus Christus, auferstandener Herr, den kein Grab mehr hält, den keine Zeit mehr begrenzt, den kein Wort mehr begreift. Licht im aufscheinenden Licht, in dir wird das Unmögliche wahr. Für alle, die in der Enge der Welt nach dir fragen, die dich suchen wie die Luft zum Atmen, die sich sehnen nach der Freiheit der Kinder Gottes, bitten wir dich, Jesus Christus, auferstanden, erbarme dich unser. Für alle, denen keine Hoffnung bleibt, die in Bedrängnis verstummen, die ohne Aussicht auf Heilung oder Hilfe sind, bitten wir dich, Jesus Christus, auferstanden, erbarme dich unser. Für alle, die das ihnen Liebste vermissen, bitten wir dich, Jesus Christus, auferstanden, erbarme dich unser. Dir vertrauen wir uns an in Zeit und Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja! Erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, ihm sei Lob her zu aller Frist. Halleluja, 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 gelobet sei Christus Mariensohn. Es singt der ganze Erdenkreis, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Das Brot, es ist bereit und wartet. Der Kelch ist gefüllt und wartet. Wir werden das Fest feiern in neuem Licht. So geht in diese Zeit in Vertrauen auf Gott und seine Liebe. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Christus Maria.